Hallo, was machen Sachen? Ja, es gibt ein kleines Update-Video. Es war ja relativ ruhig auf meinem Kanal jetzt die letzte Zeit. Ja, das soll sich wieder ändern. Jetzt bin ich wieder fit, jetzt bin ich wieder da. Ich hatte den einen oder anderen Stream gemacht und das ist auch ein Punkt, auf den ich gleich kommen werden möchte. Aber vorher, ich hatte an einem Pac-Man-Spiel gearbeitet. Das hatte der eine oder andere bestimmt gesehen. Ich hatte auch ein Video drüber gemacht, dass ich gerade dabei bin. Jetzt ist das Spiel fertig und ich möchte es einfach nur mal euch mitteilen. Ich wollte jetzt nicht komplett eigenes Video dazu machen. Ich wusste jetzt nicht, was ich noch zusätzlich dazu sagen kann, weil an für sich das Spiel ist ein Pac-Man-Spiel. Da ist jetzt nicht so viel Neues, Komplexes dazugekommen. Ich wollte euch jetzt aber auch informieren, das Spiel ist fertig und in der Beschreibung findet ihr den Link zu meiner itch.io-Seite. Da könnt ihr das runterladen und euch ja mal anschauen. Freunde von mir haben es auch schon gespielt, da habe ich auch schon cooles Feedback dazu bekommen und werde hier und da ein paar Kleinigkeiten verbessern, wie zum Beispiel, ich habe wieder verpeilt, eine Audioeinstellung zu machen. Seit ich in den Backroom-Games schon nicht gerafft oder habe ich einfach verpeilt. Das werde ich demnächst dann auch mal hinzufügen, dass man die Audio einstellen kann, dass man halt die Hintergrundgeräusche ein bisschen genauer einstellen kann. Oder generell die Lautstärke, dass das funktioniert, das habe ich komplett verpeilt. Und hier und da so ein paar Kleinigkeiten wurden mir angeregt, dass man die verbessern könnte. Das werde ich dann im Laufe der Zeit auch machen. Und dann werden wir uns auf das nächste Unreal Engine Projekt beziehen. Das hatte ich ja auch schon angefangen mit der Schule. Da weiß ich halt noch nicht wirklich, was es werden soll, wenn es fertig ist. Das ist ja, das ist mir so. Wir probieren einfach mal verschiedene Sachen aus. Hier und da habe ich da auch was gemacht. Ich habe gerade dabei, ein Dialogsystem einzubauen, dass man halt Leute ansprechen kann. Das nächste wird wahrscheinlich sein, dass man die halt dann auch generell mit den Leuten interagieren kann. Ja, wollen wir mal schauen, worauf das am Ende hinausläuft. Das ist jetzt das, was wir dann wahrscheinlich in Unreal ein bisschen dran arbeiten möchten. Ich habe auch mir vorgenommen, dass ich wieder mehr Tutorials, was bezüglich Unreal, der Unreal Engine, ja, dass ich mehr Unreal Engine Tutorials erstelle und hochlade. Auch ein bisschen mehr, bis ich wieder gucke, was so als VTuber geht. Was ich gewünscht wurde, ist jetzt, dass man das neue ReRoad Studio mal durchgeht. Ich habe eins schon hochgeladen, so ein ja, Multi oder so ein Mega-Tutorial für VTube Studio, aber es war halt noch eine alte Version, war noch die Beta-Version. Es gibt jetzt die neue fertige Version und dass ich da mal ein Update mache. Ja, sowas wird dann in der nächsten Zeit wahrscheinlich kommen. Und was das Streamen angeht, der ein oder andere hat es wahrscheinlich gerade bei größeren Streamern mitbekommen. Es gibt der Twitch hat wieder komplett wahnsinnige neue Regeln gemacht und hat dann auch wieder gesagt, nee, habt ihr falsch verstanden, gilt wieder doch nicht. Ein Hin und Her. Und da war ich auch am Überlegen, ob ich tatsächlich auf Twitch bleibe oder ob ich auf YouTube gehe oder was ich da jetzt mache. Ich hätte ja auch ein bisschen Multistreaming gemacht, dass ich sowohl auf Twitch als auch auf YouTube gleichzeitig streame. Das hat ja relativ gut funktioniert. Aber ja, das ist mir dann doch zu risky geworden, weil es war schon vorher anscheinend nicht wirklich erlaubt als Affiliate. Und jetzt wurde es irgendwie nochmal verstärkt oder es wird mehr ein Auge drauf geworfen und das ist mir dann doch zu risky. Und ich musste mich jetzt entscheiden, bleibe ich auf YouTube, bleibe ich auf Twitch, wohin gehe ich denn jetzt? Und nach hin und her überlegen und ja, bin ich dann dazu gekommen. An für sich würde ich Twitch ja gerne verlassen. Das Ganze hin und her nervt mich auch, dass sie ständig wieder irgendwelche neue Sachen sich aus den Fingern ziehen. Nervt mich halt furchtbar. Aber ich hatte jetzt auch gesehen, dadurch, dass ich ein paar Mal versucht habe, auf YouTube alleine zu streamen, dass mich das Streamen auf YouTube halt auch furchtbar nervt. Das Aufsetzen eines Streams, das Verwalten während des Streams läuft mit dem Chat und so weiter. Das ist alles ja, suboptimal auf YouTube. Auch dass man dich dann halt nicht findet, dass es keine Option gibt, nur Streams zu finden, sondern dass es halt ja, mehr so zufallmäßig ist, ob es jemand ja, erreicht. Das ist halt doch ein bisschen nervig. Auch meine ganzen Programme, wie jetzt das Drawing-System, dass man mich abwerfen kann und so weiter, das funktioniert halt alles mit den YouTube-Kommandos nicht oder generell mit Kommandos. Das funktioniert nur mit Twitch an sich. Was halt auch ein großer Grund war, dass ich sage, ja, ich mag die Programme an sich, dass man mich abwerfen kann. Ich hatte ein bisschen was geplant, dass man vielleicht mit Unreal ein bisschen was macht. Ich hatte ja auch schon irgendwann mal angefangen, vor zig Monaten dann eine Szene aufzubauen, habe das dann auch wieder verworfen, dass man halt eine Unreal-Szene hat, die der Twitch-Chat steuern kann. Aber ja, das war auch ein großer Grund, dass halt solche Programme halt nur auf Twitch laufen. Und dass ich für mich entschieden habe, auch wenn es mich furchtbar nervt, dass ich doch erstmal auf Twitch bleibe, bis halt wirklich Twitch komplett gegen die Wand gefahren ist. Was ja momentan so aussieht, also die fallen ja eine Entscheidung nach der anderen, die halt echt nicht so geil ist. Ja, so viel dazu. Ich wollte euch noch mal kurz auf dem Laufenden halten, was so passiert ist, weil es halt doch relativ ruhig war jetzt. Und ja,
Das ist der Stand der Dinge. Das Spiel ist fertig, könnt ihr runterladen und die Streams werden jetzt halt überwiegend erstmal auf Twitch bleiben. Ich werde dann halt auch, wie ich es vorher schon gemacht habe, Highlights auf meinem Kanal hochladen oder halt einfach auch, wenn wir was zeichnen, wenn wir was modellieren, einfach die Videos als Timelapse nutzen und dann halt in den Hintergrund packen, wie jetzt hier auch. Die Zeichnung habe ich jetzt zwar nicht live gemacht, sondern das war privat bei mir zu Hause, allein auf dem Computer. Aber sowas gibt es dann halt einfach wieder als Timelapse. Oder halt dann Zusammenschnitte. Soweit dazu. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Was auch immer das jetzt sein wird, wahrscheinlich ein Tutorial. Ciao, ciao.